So, meine Lieben, jeder kennt das Problem, der typische Grill, der eigentlich mal einen Trichtergrill nachmachen sollte, so wie man ihn aus der DDR her kennt und der wunderbar zieht. Warum? Zeige ich hier ganz einfach. Hier an dieser Stelle kommt die Luft raus, aber was ist, wenn ich den gesamten Raum voller Kohle habe? Ja, dann wird dieser breite Ring hier nicht belüftet. Und was ist im noch anderen Fall, was ist, wenn wir nur ein kleines bisschen grillen wollen? Ja, da macht man einen Haufen in der Mitte von der Kohle und die fällt dann auseinander. Und ja, also richtig zieht das dann auch nicht, wenn es auseinanderfällt, ne, und so weiter und so fort. Und da gibt es jetzt Abhilfe, und zwar auf diese Art. Ich mache mal kurz Pause. Tja, wie auf den Bildern schon gesehen, kann man das ja ganz vielfältig gestalten. Es sind genug Teile dabei. Und in diesem Fall sage ich, für zwei Steaks müsste wohl dieser kleine Aufbau genügen. Ich habe das natürlich alles schon ausprobiert und es geht wirklich sehr gut. Und jetzt werde ich mal vorführen, wie schnell es gehen kann, diese Kohle da drin vor allem sehr wirksam zu erhitzen. So, jetzt, wie spät ist es? Ich habe gerade eben schnell angezündet. Man sieht, dass es ist 7:45 Uhr. Gerade eben angezündet, die erste Aufnahme hat nicht ganz so gut geklappt. So, und jetzt werden wir mal sehen, wie schnell ist dieses kleine bisschen Kohle voll erhitzt. Jetzt kann ich das Video natürlich erstmal warten lassen und wir werden dann sehen. Ich werde natürlich, jetzt haben wir 20 Sekunden, die ersten 20 Sekunden, ne, es hat sich ein kleines bisschen der große Zeiger nach vorne bewegt. So, und wir warten jetzt, also wir lassen das Video hier warten und mal sehen, wie lange es dauert. Na, jetzt ist eine Minute, anderthalb Minuten sind vergangen. Werden wir mal schauen. Na, jetzt sind ungefähr 2 Minuten vergangen. Und wie man sieht, fängt die Holzkohle an, so an den üblichen Stellen schon ein bisschen zu glühen. Gut, wir sehen weiter. Den Grill habe ich natürlich unten aufgemacht, sodass auch Zugluft reinkommt. Ich werde mal noch die Luftklappe richtig öffnen. Also richtig will es nicht. Soll jetzt aber egal sein. Und wir verfolgen das Geschehen. Mal sehen, wie es weitergeht. Es wird schon langsam. So, jetzt schauen wir mal ein bisschen von näher. Und siehe da. Ach so, ich muss die Uhr noch holen. Siehe da, es glüht schön von unten. Es sind ungefähr 5 Minuten vergangen. Wollen wir mal schauen. Ja, 6 Minuten. 6 Minuten sind vergangen. Ich puste mal, damit man sieht, dass da unten schon richtig Glut ist. Also ich denke mal, in 10 Minuten, so war es auch bei der Probe, müsste es wieder klappen. Nach 10 Minuten ist das Ding eigentlich durchgegrillt. Warten wir noch ruhig die 10 Minuten. Also darauf lasse ich es gerne ankommen. Na, jetzt, wie viel Zeit ist vergangen? 7 Minuten sind vergangen. Und ich zeige euch mal, wie die anderen Teile noch von nahen aussehen. Das sind ja alle gleich, also nichts Besonderes. Alles Edelstahl, alle Teile, auch die langen. Und dadurch, die sind jetzt, man sieht es, die sind hier ein bisschen schief. Aber das ist Absicht, damit man, wie auf den Einzelbildern schon zu sehen, damit man auch alle möglichen Figuren sich basteln kann. Also, da gibt es ja so viele Varianten, von der Seite grillen, indirektes Grillen und so weiter und so fort. Und das ist alles möglich mit diesem Set. Für manchen, der einen kleineren Grill hat, ist es vielleicht gar nicht nötig und so weiter und so fort. Also jetzt sind wir bei 8 Minuten. Ja, 8 Minuten. Und ich gehe mal ran und puste mal. Das gucken wir uns jetzt mal von nahen an. Nahezu durch. So, jetzt noch mal gucken auf die Uhrzeit. 9 Minuten. Also, ich denke mal, in 10 Minuten haben wir es dann geschafft. Und bis dahin warten wir noch kurz. So, jetzt sind die 10 Minuten um. Ja, fast um. Ja, sind um. Nach 10 Minuten noch mal kurz gepustet. Oben haben wir natürlich hier noch ein paar kleine Stückchen, die sind nicht durch. Aber man muss ja auch nicht so viel nehmen. Und um 2 Steaks durchzugrillen, oder 3, ich habe das mit der Größe mit 3 gemacht, um 3 Steaks durchzugrillen, war das schon viel zu viel Kohle. Also, Versprechen ist gehalten. Ich puste nochmal.
So, ich habe die ganze Zeit nicht gepustet, das war alles diese Kaminwirkung, weil von unten, von den Löchern her, nochmal kurz gezeigt, für die, die erst jetzt reingestiegen sind, ja, hier durch diese Löcher kommt die Luft nach oben und durch den Kamin, also durch die Länge des Rohres, entsteht eine sogenannte Kaminwirkung und diese Kaminwirkung, die bewirkt eben, dass die Luft schön von unten diese Holzkohle befeuert. Und da die jetzt nicht außen rum liegt, wird auch nur die Holzkohle warm, die man braucht. So, jetzt fragt sich jeder, warum ist das so grün? Ja, wir haben bei uns hier, sagen wir mal, sehr feuchtes Klima und da wird alles Mögliche grün, selbst die Autos, da muss man eben aufpassen. Aber das soll der Sache jetzt keinen Abbruch tun. Hier ging es um die Demonstration an sich. Edelstahl, ewig haltbar, rostet nicht, so wie der olle Grill hier, der sollte wohl mal Edelstahl sein, aber das sieht nicht ganz so aus und es würde nicht ganz so gewaltig rosten. Gut, liebe Leute, ich hoffe, das hat geholfen, um zu überlegen, vielleicht für die paar Euro so ein Set sich zu kaufen. Also, na dann, ich wünsche euch was. Eine schöne Grillsaison für die, die es mögen. Ich mag es nicht ganz so, aber jetzt mag ich es wohl wieder, denn jetzt habe ich ja wirklich einen Grund, mit ganz schnell zeitlichen Aufwand und wenig Kohle ganz schnell mir mal was zu grillen.